Herzlich willkommen zu einem Let's Play von Mythic Battles Pantheon. Jetzt endlich unser neues Lieblingsspiel, natürlich mit dem Johnny. Er hat leider sein Spiel noch nicht komplett, habe ich auch im vorigen Video schon gesagt. Viele haben von euch das Spiel wahrscheinlich auch noch nicht. Und jetzt werdet ihr mal sehen, wie das Spiel abläuft. Und zwar machen wir heute einen Draft, kein Constructed, also keine vorgebauten Decks und Figuren. Erstmal draften und wie das dann abläuft, werdet ihr dann gleich sehen. Und im zweiten Teil dann, wenn wir alles dann aufgebaut haben und die Figuren rausgesucht haben, dann machen wir dann das Spiel. Ja, kleines Fazit. Wir haben jetzt echt schon viele Spiele gespielt. Richtig genug, toll. Ja. Also es ist Top-Spiel momentan. Es wird nicht langweilig und gestern haben wir auch mal das Koop versucht. Das war auch eine interessante Erfahrung. Unsere Meinung dazu ist, es war lustig. Also für das, was das Spiel hergibt, dass es noch einen Koop-Szenario gibt, das ist echt lustig. Es ist nicht hochkomplex, also nicht so eine komplexe Herausforderung wie bei den großen Koop-Spielen, finde ich. Aber es ist eine nette Zugabe in dem Spiel. Es ist eher einfach gestrickt, aber das war erstmal die Titanen, also in der Titanenbox, gegen die Titanen zu kämpfen. Es war lustig. Also ich bin da voll deiner Meinung, muss sagen, dass auch vor den Herstellern wirklich ein Riesenkompliment ist, dass sie zu sagen Koop- bzw. Singleplayer-Modus in diesem eigentlich Player-vs-Player-Spiel reingebracht haben, also Hut ab. Und es ist nicht umsonst unser momentaner List. Also wie gesagt, der Koop ist nicht der Hauptmodus in dem Spiel, aber es ist eine nette Dreingabe. Mhm. Und es macht Spaß, den zu spielen. Das ist definitiv. Auch so ein bisschen Story dahinter, also genau, man wird nicht im rohen PvP reingestellt, sondern wirklich auch ein bisschen thematisch auch was dahinter. Genau. So. Und wenn man das Spiel jetzt spielt, kann man sich oft nicht entscheiden, macht man den Draft, weil das ist natürlich sehr zufallsgeneriert dann. Und es ist das Schöne natürlich am Draften, wie bei jedem Spiel mit Draft, dass man es picken muss und sein Deck zusammenstellen muss. Und wir versuchen nicht so extrem zu überlegen. Der Johnny verfällt da gerne erstmal in Move-Thinking. Es ist ein schönes Spiel und man will auch wirklich alles auskosten, was die Hersteller so den Spieler sozusagen zur Verfügung gestellt haben. Aber wenn der Johnny dann sein Deck fertig hat, dann werden wir auch das Constructed dann öfter mal spielen. Ich glaube, dann werden wir vielleicht auch gleiche Einheiten gegeneinander treffen, so in einer Art Turniermodus vielleicht. Und ja, Draften ist echt lustig und ihr werdet das gleich sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Spiel. Das ist jetzt der erste Teil der Draft und dann gleich danach eben das Spiel. Ja, das war's. Alles klar. Sagen, wir bis gleich. Jetzt mal los. Ciao. So, dann sind wir jetzt beim Draft angelangt und es gibt ja ein paar Draft-Regeln, die das Spiel vorgegeben sind. Eine interessante hier, die abgebildet ist, ist, dass man hier 5 Götter auslegt und dann einen davon pickt. Und dann werden bis zu 40 Rekrutpunkte alle Karten, also Monster-Einheiten, Monster-Truppen und Helden zusammengemischt und so lange ausgelegt, bis 40 da liegen. Wir spielen jetzt eine eigene Draft-Variante. Man kann das Spiel ja natürlich modifizieren, ganz stark, was ich sehr toll finde. Und Draften ist sowieso immer, kann man sich viel einfallen lassen. Wir spielen jetzt Folgendes, und zwar die ersten 5 die aufgedeckt werden, sind Götter, dann kommen die Götter weg. Ja, also wir sehen nicht im Gesamten, was da liegt und wissen auch nicht, was kommt. Dann pickt jeder einen Gott, danach werden die Monster ausgelegt, und zwar 6 davon. Nach dem Monster Draft kommen dann die Helden und dann noch die Truppen. Also so ist unsere Variante jetzt mal. Man kann ist vielleicht nicht so ganz möglich, eine Synergie sozusagen herstellen, aber man dann, wenn man Synergie haben will, kann man die Constructed direkt spielen. Und so ist aber immer noch eine gewisse Ausgeglichenheit zwischen Monsterhelden und Truppen bei beiden Spielern vorhanden. Und das heißt eben nicht, dass das hier schlecht ist, aber wir haben jetzt wieder mal Lust auf unsere Variante. Mhm. Und man kann natürlich auch weniger auslegen, wenn man will, dass es nicht länger dauert. Ja? Gut, dann hätten wir noch 5 Götter. Wir müssen auch auswürfen, wer beginnt, gell? Ja. Jetzt haben wir einen fetten Würfel, weil ich habe die Sortierbox noch nicht vorbereitet. 9. Gegen 13. Dann darfst du auspacken. Okay, dann schauen wir nachher das. Hades, Zeus, Artemis, Ares und Helios. Ja, dann müssen wir jetzt aufmachen. Weil auswendig kann man ja auch nicht alles merken. Mhm. Da haben wir eben hier diese schöne limitierte Sortierbox. Und jetzt holen wir uns da die Götter raus. Natürlich wird der Draft eigentlich einige Zeit dauern, aber
Ich denke, ihr werdet da Spaß dran haben, diejenige, die es interessiert. So Smalltalk machen. So, wir haben jetzt, Zeus ist dabei. Es sind so viele Götter und der Zeus ist wieder dabei. Ha? Und Hades, die Grundgötter. Also genau, zur Info, wir spielen mit allem, was es gibt, außer mit den Big Expansions. Ja? Also alle kleinen Expansions sind dabei, aber die Hera-Erweiterung, die Poseidon-Erweiterung und die Hephaestus, also die Hades-Erweiterung, genau, die ist hier in dem Draft jetzt nicht vorhanden, denn da habe ich jetzt keinen Bock, alles da rauszusuchen. Aber es ist eh schon genug eigentlich. Aber schau, genau die drei Grundgötter sind da dabei. Würde noch der vierte fehlen. Also Ares haben wir, Hades, dann Artemis, Helios und Zeus. Hades. Zeus. Ah, Zeus, ja genau. Dann haben wir noch Artemis und Helios fehlen noch. Da ist der Helios. Ja. Und da ist sie. Artemis. Okay. Dann geben wir die Karten weg. Ja. Hätten Berg der Sonne. Göttervater der Unterwelt und des Krieges. Puh, 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 puh. Oh, Ares ist ja schon heftig. Ey. Ja, ich bin eh am verführt werden von ihm. Er ist wirklich einer der stärksten Götter, meiner Meinung nach, im aggressiven Bereich. Mirage Attack with one offense. Is recruited, dann nehmen wir uns oder wird einfach leider. Start of Helios Activation. Oh. Ja, ist auch stark. Hades ist halt. Hades ist halt Hades. Wenn du mein Hades nimmst, bin ich dumm. Erste Morddrohung des Tages. Ja, das ist mein Lieblingsgott in dem Spiel. Und wenn der auftaucht im Draft, dann ist er fast für mich fast ein First Pick, weil ich ihn einfach geil finde. Aber Helios sieht auch toll aus. Ne, ist auch sehr stark eigentlich. Aber der Hades ist halt einfach so ein. Es ist auch interessant, der Hades so, der heilt sich immer wieder und der Ares, der prügelt ihn einfach. Bei Helios am Anfang seiner Aktivierung kannst du in die Hand des Gegners schauen. Und deine Karte erwerfen lassen und auf dem gleichen Feld ist wie genau. Die Einheit. Genau. Und wenn die Einheit auf dem gleichen Feld ist wie Helios, kannst du die Einheitenkarte dann abwerfen. Boah, das ist aber stark. Und seine Werte sind auch nicht schlecht, ja. Also der ist echt cool. Ich glaube, würde ich Hades nicht bekommen, dann würde ich Helios nehmen. Schau mal kurz die Werte durch. Artemis. Eins Reichweite beide. Ja, also bekommt ihr die Hunde des Artemis. Ja, genau. Ja, okay, dann pick mal. Also Zeus ist auch zwei. Cool. Bei Hades ist halt der Nachteil. Er hat halt selber wenig Angriffswürfel für einen Gott, ja, 7 nur. Aber er kann an zwei verschiedenen Areas eine Attacke machen mit seiner Fähigkeit und er heilt sich, wenn eine Einheit stirbt. Ist ganz cool. Ich spiele den ganz gern, vor allem thematisch, er ist halt einer meiner Lieblingsgötter. Er ist Dormant und er ist Leader. Aber ich kann sie nicht beeinflussen, was er pickt, also ja, wenn er Hades nimmt. Nein, ich werde Hades nicht nehmen, da kannst du schon freuen, ich würde einen von diesen beiden nehmen. Das ist ziemlich geile Auswahl. Ja, und ich glaube, ich werde den. Das ist so. Ares ist schon immer stark. Ja, weil er drei Angriffe machen kann. Ja. Sache ist nur. Aber er ist auch super. Er ist super. Er bringt mir eine Karte rein. Ja. Dafür hat er Aktivierungskarten. Dafür kann er Reichweite und er kann Truppen sich bewegen und er kann die anderen angreifen vom Gegner. Das ist der große Vorteil. Ja, dann nimm deinen, dass die Drehzeit nicht so lang geht. Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir nicht so oft. Probieren wir was Neues aus. Probieren wir Helios, den kann ich noch nicht. Dann nehme ich Hades. Wer hätte das erwartet? So, dann gleich die nächsten und zwar die Monster. Jawohl. Jetzt schauen wir nicht so auf Synergien. Aber ein bisschen schon. Ein bisschen. Es gibt schon einige Götter jetzt da drin und da müssen genau die Hauptgötter von der. Ja. Fast alle Hauptgötter auftauchen. Ja. Also, ne? Na komm, ich spiele einen, wo nicht in der Hauptbox. Die hier im Draft vorhanden sind, ne? Und da kommen genau die drei. Auch cool. So, was haben wir gesagt? 6 Stück, genau. Da müsste man so auf 4 oh. Götter begrenzen. Da
Das ist eine interessante Auswahl. Da kommen jetzt neue. Also mit denen haben wir noch nicht gespielt. Mit den dreien. Na. Die anderen kennen wir schon. Und jetzt darf ich als erster aussuchen. Jo. Wenn wir raussuchen auch. Ja. Und zwar. Gib's mir die Hälfte, dann kann ich mal die andere. Ich mach das schon. Da haben wir. Ich hab hier meine eigene Ordnung da drin. Das ist echt viel. Und die, jetzt kommt hier der Affe. Dann kannst du den Affen mal wegtun. Ja. Dann kommt hier der Basilisk. Oh, das sind schöne Monster. Also Relat auf Typhon. Und dann eine manische Wilde. Der ist interessant. Den kenne ich auch noch vom Video. Wir haben noch lange nicht alle Monster gespielt. Wir haben meistens nur gedraftet. Es sind auch so viele Monster, ehrlich gesagt. Also es ist auch sehr schwer, dass man wirklich einmal in so kurzer Zeit, wo es released wurde, bis jetzt halt alle Monster gespielt hat. Der Affe ist interessant. Ich glaube, der ist ziemlich stark. Von der Corinthia Expansion. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Boah! Ha! Das ist also, fast ein Endboss. Also, es gibt ein paar sehr gute Einheiten, muss ich sagen. Also, Gea finde ich sowieso hochthematisch, wer es kennt. Ne? Die können das Auge verlieren, wenn sie geschubst werden. Dann sind sie halt ein bisschen schwächer. So, dann haben wir den hier, den kannst weggeben. Dann rein informativ für alle Spieler, wir spielen mit 18 Punkten. Hier unten schon. Kann man den Punktewert. Löwe der Einheit weg. Erkennen. Momentan haben wir 6 aufgrund der Götter. Die Sphinx. Ja. Und dann noch der Minotaurus. Wieder einmal. Ja, der ist fast immer. Der muss jedes Mal dabei sein. Auch. Der ist fast immer dabei. Ich hielt mal selber, wäre auch interessant. Das könnte ja. Ist er destroys an enemy unit. He may discard. Out of war card to walk up to one area. A second attack. Ja, wo ist der Minotaurus? Da ist er. Activation. Der ist echt cool, der Minotaurus. Ich spiele den echt gerne. Er kann, wenn man die Fähigkeit aktiviert, 2 Felder. Durchchargen quasi, er rennt durch 2 Felder und macht auf jedem Feld dann einen AE-Angriff. Ist auch cool. Und jetzt schauen wir mal, was da alles liegt. Ich habe da, der Basilisk, da steht ja viel drauf. 2 Art of War-Karten, um ihn zu aktivieren, seine erste Fähigkeit. Das ist ein Wahnsinn. In der Basiliskenzone werden alle Truppen zerstört. Ja, Versteinerung. Ah, okay. Das ist ein Petrify Token, okay. Whenever Typhon's Herald rolls a natural roll 5. Der ist gut. Achso, jetzt, okay. Was? Der ist cool. Er Torment, Block und Climb, der ist cool. Also, er ist versteinert, bekommt dann Petrify Token, also alle Truppen werden zerstört. Der Token bewirkt, dass die andere Einheit nicht aktivieren kann und eine Art of War Karte abschmeißen muss, damit er den Token entfernen kann. Eine Einheit mit einem Petrify-Token kann auch nicht zurückschlagen und so weiter. Er hat einen Giftbiss. Wenn er angreift und Wunde zufügt, dann macht er zusätzlich eine 5 Dice Attack against the same target. Wow! Cool, Alter. Der ist cool. Deine manische Löwe ignoriert die erste Wunde, die er von einer Attacke hoch. Oh, da ist die Auswahl aber schwer. Ja, das ist halt wirklich schwer. Oh, die Auswahl ist schwierig. Der fliegende Affe von der Corinthia Expansion. Typhon's Herald, Force of Nature. Wenn eine Einheit zerstört, dann der fliegende Affe, dann kann er eine Art der Vorkarte abschmeißen und sich eine Zone bewegen und noch eine Attacke machen. Das ist Teil derselben Aktion, also derselben Aktivierung. What? Der ist gut. Und der Bloodlust. Immer wenn er eine 5 würfelt bei einer Attacke, dann kann er für jede 5, die er würfelt, einen anderen Würfel Reroll, also Rerolls machen. Würfelt der 3 Fünfer, kann er 3 Rerolls machen. Geil. Was hast du da noch? Sie kann auch ebenfalls versteinern und wenn sie stirbt,
kann ich eine Einheit im Feld auswählen und kann entscheiden, entweder zwei Leben zurückheilen oder einen neuen Würfelangriff machen. Ich sag dir jetzt schon, das wird ein krasser Fight. Ich freue mich drauf. Und unsere Zuschauer garantiert auch. Ja. Das Schlimme ist ja, man hat nicht so viele Punkte zur Verfügung. Das ist das Schlimmste. Ja, beim Basilisk ist halt das Schlimme, er ist recht billig, aber er hat nur 4 Karten und seine Fähigkeit kostet 2 zum Aktivieren. Mhm. Das ist ja echt schlimm. Ja, jede. Dafür hat er 2 Bewegungen. Na, hat er 2 Bewegungen? Mhm. Ja. Stimmt. Ja, dazu. Also, glaube ich, jede Einheit hier. Nee. Alle bis auf Minotaurus. Boah, ist alle anderen haben 2 Bewegungen. Ich glaube, ich nehme den Löwen. Ja. Ich nehme den Löwen. Ich kann mir nicht. Alter, der Affe ist aber auch so geil. Scheiße, der Affe ist. Und so er fliegt. Gut. Ja. Force of Nature. Ah, ich nehme den Affen. Gut, dann nehme ich den Löwen. Ja, ich nehme den Affen. Nehme ich den Löwen? Willst du noch ein Monster? Also jetzt habe ich 9. Jetzt darf ich noch einen. 9? Du kostet nur 3 Punkte. Ja. Okay, man, der Löwe kostet 4. 18 Punkte haben wir. Mhm. Also wir spielen jetzt so lange, bis beide gepasst haben bei den Draft. Mhm. Sie ist auch fliegend, gell? Sie ist auch stark. Ah, der Basilisk. Was mache ich mit ihm? Er hat 2 Karten im Zug. Nein, das ist so zart. Seine Angriffswerte sind nicht so stark. Aber er hat 2 Bewegungen. Das ist gut. 2 Bewegungen ist verdammt gut. Na, ich glaube, ich nehme den Minotaurus. Ich finde den einfach geil. 13, 14, 15, 16. So, jetzt habe ich 12 Punkte. 12 Punkte, jetzt haben wir noch 6 Punkte. 14, 15, 16. 17, 18. Also ich passe. Er ist doch nicht so stark, aber es ist... Ja, irgendwie ist... Ich weiß. Er kann 2-mal angreifen, das ist stark bei ihm. Ich weiß, ich glaube, man unterschätzt ihn. Ich glaube, man unterschätzt ihn ein bisschen. Andererseits, ich weiß ja nicht, was für ein Held kommt. Das ist spannend. Ja, das wird interessant. Und es kostet dann natürlich viel Punkte. Das wird echt interessant. Die Truppen können wir vielleicht auch noch spielen. Torment Block Climb. Torment Block Climb. Na gut, ich nehme doch. Passt. Okay, dann hast du, kriegst auch 2 Grüne. Jo. Dann werden die Monster weg. So, der Hintergrund ist gebrochen. Gut, dann zu den Helden. Hast du zu Eo, wo wir da schon gehen, die Grünen, gell? Mhm. So. Hui, was sieht Tolles aus? Sisyphus. Interessant. Sisyphus? Tatsache, ja. Da habe ich selber noch nie gespielt. Und am Fühler noch nie gespielt. Und nicht auf Anfang auszuwählen. Den kannst du wegmachen. Nicht auf Anfang auszuwählen. Das ist das Stärkste jetzt gerade. Was kann der gute Sisyphus? Was kann der gute Sisyphus? Sisyphus hat Bei hier bin ich schon dabei. Bei der Medea, glaube ich, dann haben wir schon. Die, glaube ich, hatte ich schon in der Hand. Oder? Das ist auch gut thematisch gemacht. Er wirft den Stein und der Stein wird dann wirklich im Feld platziert. Ja. Und Medea noch. Wie gesagt, die habe ich schon in der Hand gehabt. Jetzt,
Also es sind jetzt alle Helden, die es gibt im Spiel, außer die von den Big Expansions, wenn da noch welche dabei wären. Aber ich glaube, gar nicht, ne? Nein, ich glaube, da sind keine Helden mehr dabei. Das sind alle Helden. Also richtig stark, krass viel Auswahl. Hast du die? Mit der fehlt dir noch, oder? Ja, ich such die noch. Okay. Nein, ich will nicht. Du kannst dir dabei aussuchen, da ist. Weg. So, wer passt mir denn da dazu? Der limanische Löwe wäre geil gewesen, wenn der Hades sie auch regenerieren konnte. Ich nehme ja sie. Limanische Löwe auch. Was macht sie? Für zwei Art of War Karten ziehe ich 5 Karten. Mhm. Und für eine Art of War Card passive Fähigkeit, oder permanente Fähigkeit, use his power when Hippoplita suffers any wound. Reduce the number of wounds suffers by 2. To a minimum of 0. Boah. Okay, also da haben wir. Der ist geil, das Serums. Der ist geil. 15. Was das ja kann? Hm? Am Anfang seiner Aktivierung, wenn er in derselben. Ja, für die Zuschauer, wenn er in derselben Zone steht wie ein freundlicher Gott, ein befreundeter Gott, dann kann der Eigentümer sein Deck nach einer Art of War-Karte durchsuchen. Oh, das ist echt geil. Am Start also seiner Aktivierung wieder. Kann ich plus 1 Movement geben oder plus 1 Range. Boah, das ist echt toll. Hey. Ja gut, er wird nicht so stark angegriffen, aber seine Fähigkeiten sind geil. Das ist auch sehr schön. Das ist alles cool, was da liegt. Stun Mac war. Warte, mit dir hat nur 5 Leben. Die hat nur 5 Leben. Die ist stark. Sie ist voll die Supporterin. Eine Einheit, die sich an ihrer umgrenzenden Zone befindet, bekommt ein weniger Schaden. Stark. Offense, minus 1 Defense. Oh ja. Ja, aber man muss Schaden machen, um den Stun-Token zu platzieren. Mhm. Wenn du keinen Schaden kriegst, bist du nicht gestunt, glaube ich, gell? Ja, ist egal. Oh Gott. Discard 1 out of war. Oh, die ist schon stark. Man kann sich nicht entscheiden. Achilles ist da. Ah, oh, jetzt sehe ich es erst. Jetzt warte mal. Ich habe 6, ich habe 12. Ich habe. Oh. Ich muss einen Achilles nehmen. Ich nehme einen Achilles. Der ist cool, weil. Das ist meine zweite Fähigkeit oder was? Nein, ist generell gut. Der ist, also, ja, ist auch immer wenn er angreift, dann. Wie lange bleibt sein Schild auf dem Boden? Blanks, dauert ziemlich lange auf 9, ja. Blanks in Einsen machen und er ignoriert die erste Wunde, die er für jede Attacke bekommt. Da wäre der animanische Liebe dazu auch noch Geld gewesen. Mhm. Ja, voll krass, wenn du ihn nimmst und sie. Ja, ja. Die schützen dann auch nochmal von unten. Spruch dann stellt. Ich kann ja auf 10, 11, 13, 14, 15. Also ich nehme nichts mehr. Nimmst nichts mehr? Echt jetzt? Oder? Also er reizt mich zwar, weil er so viele Art of War Karten hat. Ja, das ist stark. Ja doch, ich nehme ihn. Ich muss Karten ziehen können. Gott sei Dank, weil ich wollte sie unbedingt da haben. Ich habe es gekauft, also ich muss jetzt mal nachrechnen. 6 plus 6 sind 12 plus 4 sind 16. Mit ihr sind es 18. Geil. Dann habe ich noch einen Punkt frei. 4, 5, 6. Ich habe keinen Punkt mehr frei und Ballos Karte wäre auch stark gewesen. Dann habe ich 2 Helden. Ich nehme eine Anfallskarte. Eine Anfallskarte. Ja. Diesmal spiele ich gar nicht mit Truppen. Also du hast einen Punkt über, nimmst keine Truppen und holst du dir für eine Anfallskarte. Das ist die erste Partie seit vielen, die ich sehe, dass der Johnny keine Truppen nimmt. Ja.
Das ist ein Seltenheitswert. Weil die Truppen sind schon cool. Okay. Aber ich habe sonst nur 6. Na warte mal, ich habe 4, 5, 6 Out of War Karten. Was soll ich noch eine Truppe nehmen? Weil ich kriege ja noch 3 auf der Hand. Na, ich nehme doch eine Truppe. Ich kann nicht widerstehen, tut mir leid, Mann. Na, jetzt müssen wir wegen dir nochmal die Truppen auslegen. Ja, das ist verständlich. Vielleicht warst du schon auswendig, da muss man nicht. Jo. Und wir können es gleich mit den Truppenkarten machen. Na, jetzt haben wir es schon da. 5. Na, wo sind's denn meine Jungs? Die sind da. Da sind's meine Jungs. Und die nehme ich noch gleich. Die Myrmidonen, oder? Ja. Wobei die haben leider nicht Guard. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch lieber auf Guard setzen sollte. Die Myrmidonen sind halt einfach gut, weil sie selber so viel einkassieren können. Ja, das sind meine Lieblingstruppen. Aber Guard ist schon toll, die Argonauten sind super. Vor allem, ja, kannst du eigentlich auch eh machen. Ja, der Hades kann's. Und er kann's, der Minotaurus. Und er nicht, glaube ich, ne? Nein, er nicht. Also 2 habe ich, was auch ich mache. Die sind auch cool. Ich dachte, Argonauten nehmen können. Infernal Artillery, nein, die sind auch cool. Ja, kannst du gleich einen Schaden machen. Ja. Na, dann muss ich doch die nehmen. Nehme ich die Argonauten. Okay. Haben wir es auch zum ersten Mal, oder? Na, die sind natürlich die Spatiaten gewesen, oder? Passt. Das sind die ganzen Draft-Karten. Alles zusammen. Vielleicht noch die Argonauten dann? Ja, die suchen wir dann raus. Also wie gesagt, dieser ganze Stapel Draft-Karten. Alles ohne Big Expansions und das ist schon richtig, richtig viel. So, das Endergebnis sieht dann, das sind noch die Blätter da. Das Endergebnis sieht dann wie folgt aus. Beim Johnny, der hat die hier ausgewählt. Da zoomen wir gleich ran. Also eine schöne Auswahl. Und bei mir sieht es so aus. Also wir stellen die dann noch vor, dann musst du nicht alle reinschieben. Auch sehr schön und das Spielfeld. Jetzt werden wir alles aufbauen, die Figuren raussuchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Im zweiten Teil. Bis dann.